ja, bah. Der war gut, der Biss war gut. Und dann bildet man sich ja immer ein, das war jetzt ein ganz dicker. Oh, guck mal, wie schön der das macht, wie schön der da kommt. So, Drop hat Wurm, das bringt voll Bock. Und da gehen wir mal rein. Und das erkläre ich euch dann. Liftmontage. Bei dem Wind hier natürlich perfekt zu kontrollieren. Mein Haargummi habe ich nicht mit übrigens. Und Barsche. Tolle Fische. Fangbar, wenn man es richtig macht. Walk, come walk with me. Feel the breeze. Come walk with me. So, Dropshot-Angeln haben wir ja schon mal gezeigt, aber da haben wir mit dem Gummi geangelt und das ist jetzt Dropshot-Naturköder und das gibt viel mehr Bisse. Da tickert schon wieder einer rein, nicht bekommen, gucken ob der Wurm noch drauf ist. Das ist der nächste. Den Clou der Montage werde ich euch noch erklären. Und das geht hier jetzt wirklich Wurf auf Wurf. Ups, da ist ein Wurm weggeschossen. Schade, Würmer sind wertvoll, wenn das so beißt. So, atmen wir da mal mit rum. Dann kommt da auch mal ein ganzer drauf. Und bei dieser Angelei kann dann auch mal ein Aaland oder ein dickes Rotauge beißen, da könnt ihr alles erleben. Da war ja schon mal ein Aal gefangen. Mal gucken, was da drüben los ist. Du, das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich angel normal Geflechtschnur. Da kann man die Bisse natürlich viel besser bemerken. Ich glaube, das werden wir auch gleich nochmal hinbauen. Oh, schöner Biss. Der rote Wollfaden davor, voll Bombe. Schnur einfädeln bei Wind. Ich drehe die jetzt einmal auf, da ist da ein bisschen mehr Stabilität dran. Und dann kann ich hier auch das Loch finden. Mit der Rute möchte ich auch gleich Gummi angeln. Das bringt voll Spaß. Und jetzt bauen wir die Montage, knüpfen die da mal ran. Und dann machen wir das nochmal mit der Geflechtschnur. Die werden wir viel besser sehen können. Und ich werde die Bisse viel besser merken. Ich muss mich einmal kurz organisieren hier. Diesen leicht vertrockneten Wurm ab. Barsche, lasst euch das schmecken. Und jetzt hat dieser Wirbel durch die Perle einen Abstand, damit das nicht verwickelt. Und jetzt baue ich hier unten die Schnur für das Blei ran und da kommt der Haken ran. So, Tipp. Die sind ja so gebaut, dass man die Schnur da einklemmen kann. Das kann man machen. Nein, ich möchte hier die Öse jetzt ein bisschen aufmachen, weil wir können das Blei unten anknoten. Wir brauchen jetzt die Dropshot-Vorrichtung nicht. Aber ich habe jetzt so schnell nichts zur Hand. Doch, Angelhaken. Irgendwo einen großen Angelhaken. Nochmal schön in den Finger hauen. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Und macht das jetzt einfach mal hier rund. So, Dropshot Blei aufgemacht. Jetzt kann ich das besser knoten, wenn ich meine Montage dann auch wieder finde. So, schön aufgebogen. Knote ich das an. Dieses Kippen, wenn da Steine sind, erzeugt auch Geräusche. Geräusche sind gut.
und ich finde das Loch nicht, aber ich arbeite so rum ja eigentlich auch nicht. Aber für euch mache ich alles. Montage fertig. Wenn der Fisch jetzt beißt, kann er die Schnur sauber durchziehen. Der kann den Köder besser nehmen, wenn ihr anschlagt, hängt der. Und jetzt knote ich da ein Stück Wollfaden davor. So fluorrot oder pink. Wollfaden und Farbe davor bringt einfach mehr Fische. So, das muss nicht schick aussehen, da muss einfach was davor hängen. Das knoten wir jetzt mal an die Rute. Und dann können wir da einen Wurm ranhängen. Der war gut, der Biss war gut. Und dann bildet man sich ja immer ein, das war jetzt ein ganz dicker. Aber kann man ja behaupten, kann ja niemand das Gegenteil beweisen. Olli, ich glaube, das war ein ganz fetter Ei. Ja, und jetzt fange ich den Fetten. Da kommt er. Ich habe doch gesagt, das war einer von über 50. So, Geflechtschnur. Also die kann ich schon mal besser sehen. Und die hat kaum Dehnungsfaktor, viel dünner, nicht windanfällig. Ah, nicht so windanfällig. Und nochmal einen Barsch suchen hier. Da liegen ja auch richtig Steine am Grund, das merke ich jetzt. Durch die Geflechtleine. Ja, einen richtigen Hänger. Oder ein Lachs oder so. Oh nein, nicht Montage nochmal neu bauen. Der Wurm ist ab. So, Olli, ich muss jetzt einmal los Würmer holen. Ich habe keine Würmer. Das ist wirklich bis auf das. Ja, ich habe doch gesagt, auch Rotfedern oder so kann mal beißen. Nein, ich habe gesagt Aalande und so weiter, aber das ist ja für mich so ziemlich die hübschesten Fische, die es gibt, ne? So neben Barschen, so diese roten Flossen. Diese Angelei bringt dann echt Spaß, weil beißt Fisch. Frequenzangeln. Und wir werden ja hier auch gleich die Gumminummer nochmal anfassen. In der Hoffnung, dass sie da dann heute auch drauf abfahren. Aber ein Wurm ist halt immer sicher. So, der Köder wird immer ein bisschen bewegt, ranziehen, wieder fallen lassen. Dann nehmt ihr natürlich diese kleinen Unebenheiten genau mit. Da stehen die dahinter. Und einfach rauswerfen und warten, klappt auch nicht. Ein bisschen arbeiten beim Angeln bringt ja Spaß. Das Gefühl ist echt, Geflechtschnur ist eine ganz andere Nummer, da ist schon wieder ein schöner Biss. Da ist er. Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Gefühl. Hier Käfer, wie bisher immer am Mann, den kann man ja schön verlängern. So, ich habe die Finger schon so kaputt. Wer richtig Barsche angeln war, der kennt das. Da
Da hängt ja der Wurm. Das war super toll zu erkennen. Und machen wir mal weiter. Versuchen wir nochmal einen guten zu fangen. So, das war der letzte Biss. Ich werfe jetzt nochmal, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr auf dem Zettel. Und jetzt werden wir gleich mal die Kunstködernummer, sprich Gummi, angreifen. Und da gibt es auch ein paar Kniffe. Und bin mir ziemlich sicher, dass wir hier ein paar fangen heute. Und schön, wenn jetzt hier noch so eine Kirsche einsteigt, hier zum Abschluss. Ja. Genau. Genau, da kommt er. Und Mann, der 50er hat nicht geklappt. So, Dropshotten mit Wurm. Ich habe euch jetzt zwei Montagen gezeigt. Guckt mal genau hin, es gibt leichte Unterschiede. Wir machen weiter und jetzt hängen wir mal Gummi ran. Und das wird auch laufen. Bye. Walk, come walk with me. Feel the breeze, come walk with me.